Grüezi und herzlich willkommen zum Anschwingen. Das Wochenende, genauer gesagt am Pfingstmäntig, ist das erste Bergkranzfest dieser Schwingsaison, nämlich der Stossschwingen. Dabei kommt es unter anderem zu diesen Spitzenpaarungen. Der Pirmin Richmuth greift mit dem Nick Alpiger zusammen, der Joel Wicke mit dem Patrick Schenk, der Sven Schurtenberger steigt mit dem Niklas Zenger ins Sagmal, der Andi Imhof mit dem Patrick Rebmatter. Der Marcel Mattis steigt gegen den René Suppiger in die Hose und der Marcel Bieri geht mit dem Michael Wiget an die Arbeit. So schnell wird er den Schlussgang auf dem Stoss von letztes Jahr nicht vergessen. Der Zugerschwinger Marcel Bieri verliert gegen den Freiburger Lario Kramer. Am Montag versucht der Marcel Bieri, der schon einige Kränze geholt und das Zugerkantonale 2017 gewonnen hat, nochmal beim legendären Stoss schwingen. Vielleicht klappt es ja das mal. Hallo zusammen, ich bin Marcel Bieri und heute koche ich für euch Pizza. Der Hobby-Pizzaiolo vom Schwingclub Egerital lebt in einer WG. Und da hat Kochen nicht gerade oberste Priorität. Kommt dazu, dass der Marcel Bieri auch ganz einfach ins Hotel Mami einchecken kann. Unter mir wohnt eigentlich nur meine Eltern. Und oft am Abend, wenn ich am Arbeiten heimkomme, kann ich dann eigentlich nur runter gehen, dort noch über den Tag erzählen, gleichzeitig das Nachtessen und vielleicht auch schon etwas, weil sie kochen meistens sehr viel, weil wir halt eigentlich drei Jungs da sind, die immer ein bisschen da umeinander kommen, dann kann ich allerdings noch etwas für morgens zum Mittag mitnehmen. Was nie darf fehlen? Das ist bei uns im Haushalt ganz groß geschrieben, es wird gleich bei jeder Mahlzeit ein Zimmer dabei bei uns. Seit der 24-fache Kranzer und beleidigt seine Pizza mit Zwiebeln und Käse. Während die jetzt im Ofen muss, macht sich der Edli Bacher schon mal Gedanken über seinen Einsatz am Eidgenössischen, mehr oder weniger vor der eigenen Haustür. Es wird sicher sehr speziell sein, wenn man dann jetzt Zug in der Arena am Schwingen ist. Viele Leute kennen dich. Einerseits kann das natürlich dich extrem pushen, es kann dich vielleicht eben auch hemmen. Also da muss ich dann schauen, wie das genau auf mich wirkt. Es ist sicher etwas Spezielles, ich kann es mir noch nicht so vorstellen. Ich denke, Burgdorf und Estenweih waren natürlich ein riesen Fest und dass das jetzt in die Stadtzug sozusagen reinkommt, wird sicher noch speziell werden, weil eben Estenweih und Burgdorf sind eher ein bisschen ländlich gewesen, oder Flughafen eher so, und jetzt ist es eigentlich fast mitten in der Stadt drin, mit fast Seeanschluss sozusagen, und das wird sicher ein schönes Fest werden. Die fertige Pizza erinnert den Lehrer dann aber doch nicht an einen eidgenössischen Kranz. Wenn wir gerade zurückrechnen, jetzt sind wir schon... Passt gerade. Der Kranz Ende August Zug ist aber trotzdem schon lange in den Gedanken von Marcel Bieri. Man hat es eigentlich geschafft, habe ich das Gefühl, man darf sich den Eigenuss nennen. Man hat die drei Sternchen hinter dem Namen. Und das ist eigentlich wirklich das, was sich sicher sehr viele Schwinger haben. Das Ziel. Es gibt ja natürlich die dann auf Schwingerkönig, und das ist natürlich das höchste der Gefühle. Aber jetzt für mich persönlich ist das realistische Ziel ist jetzt sicher das. Und das zu erreichen wäre für mich wirklich... Ja, auch ein bisschen Genugtuung. Ich denke, man tut die Sportart so schon sehr lange ausüben, man tut sehr viel Zeit investieren, und es wäre wirklich schön, wenn man das so kann, noch ein bisschen krönen sozusagen. Mit diesem Ziel im Kopf und einer feinen Pizza im Bauch ist bei Marcel Bieri der Grundstein gelegt für eine erfolgreiche Saison 2019. Ist gut. Und jetzt wünschen wir ein schönes Wochenende, geniessen Sie es und wenn Sie mögen, bis morgen.